Hallo Menschen, heute soll es um die Gedichte von Hans Sahl gehen. Die entdeckte ich zufälligerweise auf der Website des Luchterhand Verlages, las dort die ersten drei Gedichte der elektronischen Leseprobe und war so begeistert, dass ich mir gesagt habe, gut, brauche ich gar nicht weiterzulesen, das Buch will ich unbedingt haben, das ist großartig. Und da der Luchterhand Verlag auch beim Bloggerportal mitmacht, habe ich dort mal gestöbert und dann wurde es mir freundlicherweise vom Verlag zu Rezensionszwecken zur Verfügung gestellt. Ich möchte euch als Eingang auch gleich mal eines dieser drei ersten Gedichte vorlesen. Vielleicht seid ihr dann ja auch schon so begeistert wie ich. Denn das hat mich sofort in seinen Bann gezogen. Es heißt Die Letzten. Wir sind die Letzten. Fragt uns aus, wir sind zuständig. Wir tragen den Zettelkasten mit den Steckbriefen unserer Freunde wie einen Bauchladen vor uns her. Forschungsinstitute bewerben sich um Wäscherechnungen verschollener. Museen bewahren die Stichworte unserer Agonie wie Reliquien unter Glas auf. Wir, die wir unsere Zeit vertrödelten, aus begreiflichen Gründen, sind zu Trödlern des Unbegreiflichen geworden. Unser Schicksal steht unter Denkmalschutz. Unser bester Kunde ist das schlechte Gewissen der Nachwelt. Greift zu, bedient euch. Wir sind die Letzten. Fragt uns aus. Wir sind zuständig. Daran merkt man schon, dass es hier, ähnlich zu Hilde Domin, die ich diesen Monat auch erst las, viel um Vergangenheitsbewältigung und Erinnerung geht. Bei ihm allerdings immer so in die Richtung von Aufmerksamkeitsverlust und Verdrängung. Also er kämpft gerade so nach 45 immer dagegen an, dass das halt vergessen wird, dass man nicht darüber spricht. Und auch dazu möchte ich euch noch ein Zitat geben. Dieses hier heißt Fazit. Mein blutend offenes Fleisch, die Wunde zur Welt, die nicht mehr heilt. Das Warten auf Danksagungen für nicht verlangte Leistungen. Dieses entsetzlich befristete Gutsein von einer Geberlaune zur anderen. Ethik, ein Luxusartikel für Feierabende der Zerknirschung. Wir, die wir uns so viel einbildeten auf unsere höhere Sendung, sind zu Kirchgängern der Scheinheiligkeit geworden. Das Böse erbricht sich vor Ekel, wenn es unsere Schritte hört. Es will unter sich bleiben. Es hasst uns wie die Biene den Imker. Wir haben den Menschen unterschätzt. Menschlich sein heißt unmenschlich sein. Wir haben uns an der Natur versündigt, die da schlägt, stößt, beißt, sticht und kratzt. Aus den befreiten Opfern werden die Unterdrücker von morgen. Die Mörder von gestern sind die Schutzheiligen der Geschichte. Viele seiner Gedichte gehen nicht so ins Private, sondern behandeln durchaus immer das Politische dahinter. Es gibt zum Beispiel auch ein Gedicht, das heißt Meinem Sohn Tobias, und wo vielleicht jeder andere Dichter dort, naja, irgendwie von der Liebe zu seinem Sohn schreibt, wie er möchte, dass derjenige aufwächst, ist das ja eigentlich nur eine Auflistung all der Übel und Gräueltaten, die so zur Zeit der Geburt seines Sohnes in der Welt geschehen. Also die Missstände und Kriege, in die er quasi hineingeboren wird. Was ich extrem schön und erfrischend fand, ist, dass es hier auch keine einseitige Kritik gibt. Hans Sahl emigrierte rechtzeitig 1933 über Frankreich in die USA. Und natürlich ist er dem Land dankbar und er schreibt auch viel darüber, wie man sich halt in der neuen Welt dann so zurechtfindet. Allerdings, etwas später gibt es auch ein Gedicht von ihm mit dem Titel Vietnam. Und da merkt man halt, dass er nicht nur einseitig jetzt Deutschland kritisiert und sagt, okay, die USA, die haben uns gerettet, die sind toll, sondern hier lautet es dann folgendermaßen. Ich, Bürger eines Landes, dessen Sprache ich mir mühsam aneignete, das mich schützend aufnahm und nun allein lässt mit meinen Zweifeln. Ist Gerechtigkeit so einfach, dass man sie greifen kann mit zwei Händen, wie einen Stab, den man zerbricht über einem Volk? Ist nun das Ende meiner Zuflucht gekommen, da mein Gewissen nicht mehr Ruhe finden kann und der bereits Zerstörte noch einmal die Zerstörung auf sich zukommen sieht? Wo ist das Land, in dem meine Gebeine rasten können, ohne dass ich mitschuldig werde an dem Schweigen der anderen? Von der Schreibweise her sind viele Gedichte im freien Vers und ohne festes Metrum. Meiner Meinung nach sind die durchaus auch besser als diejenigen, wo er dann doch mal einen festen Reim hat. Ganz kurz nur ein Beispiel, was mir halt nicht so gefällt. Das ist wahrscheinlich auch Geschmackssache. Ich komme mit freiem Vers einfach viel besser zurecht. Aber hier mal nur eine Strophe vorgelesen. Und wir liefen durch das französische Land. Wohin, das wussten wir nicht. Zu beiden Seiten die Menge stand und spuckte uns ins Gesicht. Also mir persönlich gefällt es einfach nicht so, wenn man dann den natürlichen Sprachfluss verändern muss, nur dafür, dass es sich reimt. Das hier ist die erste Ausgabe, die all seine Gedichte vereint. Zu seinen Lebzeiten sind nur zwei Gedichtsammlungen erschienen und hier sind dann zusätzlich noch so die ganzen Einzelveröffentlichungen mit drin, sowie einiges aus dem Nachlass, was der Autor leider nicht mehr miterlebt hat. Man merkt dann auch, dass er
zunehmend das Altern thematisiert und auch den persönlichen Verlust. Also steht zwar oft immer noch ein politisches Ereignis dahinter, aber jetzt geht es auch so ein bisschen darum, was das Individuum verliert, welchen Einfluss das halt auf einen Menschen hat. Teilweise schreibt er dann auch über das Schreiben an sich und die Kraft der Worte. Und er betont immer wieder, dass man entgegen Adorno gerade nach Auschwitz Gedichte schreiben sollte, da in Gedichten das Unfassbare eigentlich gefasst werden kann, was sonst nicht wirklich möglich ist. Ich mag die Herangehensweise sehr und muss ihm recht geben, denn mich hat er absolut überzeugt. Ich fand viele Gedichte so eindrücklich und mitreißend, obwohl er teilweise so sanft schreibt, aber eben immer über unglaublich wichtige Themen, die halt Einfluss auf die ganze Menschheit hatten. Unter einem anderen Video schrieb ich auf einen Kommentar, dass viele Literatur den Vergleich zur aktuellen Flüchtlingssituation, vor allem in Dresden und Freital, nicht verdient. Hier möchte ich aber ein allerletztes Gedicht noch vorlesen, eigentlich was genau diese Thematik behandelt, im traurigen Wissen, dass das solche Menschen überhaupt nicht erreichen wird, die da gerne mal ihre Parolen krölen und montags spazieren gehen. Für die ist dieses Gedicht, auch wenn sie es wahrscheinlich nicht verstehen wollen. Es heißt Bruder Mensch. Bruder Mensch, so dichtete ich einmal, als ich noch jung war und noch nichts von den Dingen wusste, die kommen würden, von den Grausamkeiten, die sie einander antun, den Foltern, den brennenden Städten, den Vernichtungslagern. Bruder Mensch, so dachte ich einst, als ich noch nicht wusste, dass unsere Tage gezählt sind und nicht mehr viel von uns bleiben wird, wenn wir fortfahren, diesen unseren Planeten zugrunde zu richten, kahl zu fressen, abzuholzen, zu vergiften. Bruder Mensch, ich sage es noch einmal, diesmal aber ganz leise. Ich lege meinen Mund an dein Ohr. Jemand hat nach dir gefragt. Er sucht nach dir. Nein, du brauchst keine Angst zu haben, weil er anders ist, andere Speisen isst, andere Kleidung trägt. Er will dir nur sagen, dass wir einander brauchen, um nicht unterzugehen. Hast du mich gehört? Jemand braucht dich. Du musst ihm antworten, bevor es zu spät ist. Das als kleines Wort zum Abschluss. Ich muss zugeben, dass ich von Hans Dahl vorher noch nie etwas gehört habe, obwohl er aus Dresden kommt. Der ging komplett an mir vorbei. Jetzt kann ich ihn euch aber guten Gewissens ans Herz legen. Von vorne bis hinten habe ich euch etwas zitiert. Man findet immer wieder Stellen zum Anstreichen. So vieles ist furchtbar, aber eindrücklich und in seiner sanften, direkten Art und Weise erzählt. Von mir eine absolute Empfehlung. Dann danke ich euch für alle, die beim Lyrik-Video nicht abgeschaltet haben und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis bald.